So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 21 unserer Karriere. Wir machen heute weiter mit dem Heimspiel, mit dem Auswärtsspiel in Duisburg. Und da möchte ich gerne heute Sieg Nummer 7 holen. 10. Spieltag steht heute an der dritten Bundesliga. So. Ah, hier ist auch für die Jugendmannschaft irgendwas reingekommen. Guck mal, was hier noch so an Jugendtalenten reinkommen. Potenzial, Adam Meyer. Okay, Adam Meyer, können wir mal überlegen, dass wir den vielleicht ein bisschen hochziehen. Hat wohl ein sehr gutes. So hat ein sehr gutes Potenzial. Ich guck mal gerade rein, ob ich den. Ja, bringen werde ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht im ersten Spiel. So, Alfimero, der ist ja neu jetzt gerade gekommen. Wird heute mal von Anfang an spielen. So. Spielmann. Raus für Bostuan. 75er Potenzial für einen Jugendspieler? Also für ein Talent? Das ist krass. Das ist krass. Denn muss ich mal ein bisschen aufbauen. Dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Kann ich das irgendwie mal machen? Jetzt ging, glaube ich, bei den alten FIFA-Teilen ging es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Training. Ja gut, egal. Gehen wir heute mal rein erstmal in das Topspiel gegen den MSV Duisburg mit einem neuen an Bord vom RB Salzburg. Der ist ja gewechselt quasi im Tausch mit Ralf Fährmann. Naja, schauen wir einfach mal, wie es heute läuft. Kleines Ruppert-Derby, Auswärtsspiel Duisburg. So, auf geht's. So, die Spieler machen sich natürlich warm, damit es gleich losgehen kann. Danke, dass Sie heute alle zu diesem Spiel gekommen sind. Hier kommen unsere heutigen Mannschaften. So, auf geht's. Wieder aus Stadion Duisburg. Heißt Topspiel. Man wird es auch wieder mal treffen. Beim Pokalfinale 2011 gewann die Schalke mit 5:0. Und jetzt soll es hier tatsächlich so Platte. Jetzt gehen wir nach vorne mit durch. Genau. Ne, Kowalski ist es. Der wird langsam zum Torjäger. Legt er aber auch quer auf Krüger und es steht 1:0 nach 5 Minuten. Wieder ein frühes Tor, wie gegen Rostock zum Beispiel auch schon. Und hier soll immer Sieg Nummer 7 her. Das ist übrigens Liga. Ich weiß gar nicht, wie es im DFB-Pokal überhaupt weitergeht. Wir sind ja eingezogen in die zweite Runde. Das ist ganz nicht ganz unwichtig. Tor für Schalke 04. Die Nummer 14. Florian Krüger. Krüger 0-1 auf jeden Fall schon sehr früh.
Hachimero. Ja, da muss jetzt ein bisschen. Und zack, geht er vorbei. Also, so schlecht ist er gar nicht, hör mal. Aber hier mit dem Fehlpass. Platte. Traf nicht gegen die Bayern, verschoss sogar einen Elfmeter. Und das gibt sogar Abseits, ja. Ah, schade, dass er nicht reinkommt. Platte momentan eher ein bisschen glücklos, was das betrifft, aber hier mit einer guten Situation. Mamba, 0-2, 19. Minute. So langsam läuft der Laden. Und weil ihr wissen wollt, wo ich den 22er her habe, den habe ich vom FC Red Bull Salzburg geholt. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht geholt, sondern es war Teil des Tauschgeschäfts mit Ralf Fährmann. Ich glaube, dann gab es noch 2 Millionen für uns. Und damit haben wir ihn verpflichtet. Ich habe ihn jetzt einfach mal gesagt, ich probiere es mal aus. Ich werfe ihn jetzt einfach mal rein. Vielleicht bringt er jetzt ein bisschen mehr Glück oder mehr ein bisschen mehr Stabilität im Mittelfeld. So rum ist es eigentlich richtig. Und wieder nichts, Platte. Also der gibt, der hat wie gesagt komplett Pech heute momentan. Also der jetzt schon mit, ja, gegen Bayern nicht getroffen. Gegen Rostock hat er getroffen, aber gegen Bayern gab es 11 Meter, den er verschossen hat. Ich hoffe, dass er heute sagt, er trifft. So, Kolasinac, dann schaffe ich erstmal hingehen ab, den Stürmer, der ist in Sautisburg. Gibt er Abseits? Gibt er Abseits? Nein, gibt er keinen Abseits? Aber der Keeper hat das Ding hinein. Ah, schade. Aber gut durchgesteckt. So, Kolasinac hat das Ding jetzt erstmal herausgeholt. Also ich krieg's momentan nicht hin, den Plattenweger wieder in Situation zu bringen. Und jetzt vielleicht mal. Nein, Kobylanski ist es tatsächlich sogar nur. Da hätte das durchaus 3-0 ausgehen können, weil auf einmal die Duisburger sagen, den hau ich fast selber rein hier. Und auf Platte wird weiterhin glücklos. Mal gucken, ob man heute noch ins Tor bringen. Den Ball. Oder aber heute noch ein Ball. Zorgrecht, und dieser Ball ist gar nicht so schlecht eigentlich. Hengi läuft da einfach viel zu weit alleine. Und Lukas. Das ist Mr. Ecke, wie es beginnt. Ja. 41. Minute. Na, plötzlich. Ich muss jetzt aufpassen, also nicht, dass ich da jetzt nicht auf Elfmeter gehe. Das wäre knapp gewesen. Und das war ganz wichtig für Duisburg, dass er den abfängt. Das war ja nämlich sonst. Das wäre nämlich sonst eine gefährliche Situation geworden. So, damit ist Pause. 2-0, der Zwischenstand. Zur Halbzeit. Tore durch Kobylanski und Mamba, wenn ich es richtig sehe. Das passt soweit. Und jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit und hoffen, dass der Felix Platte heute noch ein Tor macht. Dass wir hier die ungefährdeten 3 Punkte holen. Schon Krüger war es natürlich, der das erste Tor gemacht hat.
Aber heute scheinbar noch nicht glücklos. Noch nicht. Und die Duisburger kontern jetzt mal die Schalke aus. Ja, Weiser mit dem Ballverlust oder beziehungsweise nicht mit dem Ballverlust. Der wird, konnte den Gegner einfach nicht stoppen. Leck mich doch. Ich spiel's gerade gut raus und krieg's trotzdem nicht hin, den Ball ins Tor zu versenken. Ah, schade. Ne, also scheinbar will das Spiel gerade gar nicht, dass ich den, dass meine Stürmer trifft. Wie gesagt, nochmal, Elfmeter gegen die Bayern verschossen. Und heute auch sehr glücklos. Und Tor! Duisburg! 1:3. 1:2. Man kommt nicht in den Zweikampf. Ja, Kolasin hat rausgezogen und dann steht der Stürmer da vorne ganz alleine und plötzlich steht das Tor offen. Und dann steht Krüger jetzt mal ein bisschen alleine, der zu alleine da unten. Also nicht aus der Sicht der Duisburger, sondern aus der Sicht der Schalke eigentlich. Oh. Sind zu sehr. Ist jetzt ein bisschen konzentrieren wieder. Gut, gelöst. Mann! Ich krieg da aber auch gar keine Chance, gerade irgendwas zu machen. Meine Stürmer mal reinzukriegen in den Bar. Schön gemacht. Ja! Und Kobylanski verzieht das Tor. Das ist genau wie gegen Rostock so ein bisschen. Man führt mit 2:0, hat eigentlich voll im Griff das Spiel. Und dann kriegst du ein blödes Gegentor. Oder verpasst das 3:1, kriegst du ein blödes Gegentor. Moment, guck mal gerade. Ne. Und fängst an zu schwimmen auf einmal und dann hat der Gegner wieder so ein bisschen Oberwasser, was eigentlich gar nicht passieren darf. Aber vielleicht macht's wieder Kobylanski! Nein. Das hört sich alles an als gut. Ah, Lukas! Meine Fresse, was macht er da hinten? Ja, und damit bleibt es auch bei Platter, bleibt auch in diesem Spiel ohne Tor. Jetzt hat zwei Spiele ohne eigenes Tor, aber trotzdem, die Schalke gewinnen das Spiel so gerade noch mit 1:2. Ja, momentan ist da ein bisschen der Wurm drin. Bei unserem Stürmer. Ich
Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ja, ich hoffe noch eine ganze Weile, aber das war jetzt auch nicht ganz einfach hier. Einfach mal auf uns ein bisschen nach und nicht auf den Gegner. Ich habe jetzt nicht gemacht, um Duisburg zu sagen, ey, die müssen unbedingt absteigen. Ja, die Sorgen hatte ich definitiv. Ich hoffe, dass die... Ja, weil ich ehrlich bin, aber ich musste halt so eine Antwort jetzt geben. Das war's auch schon. Eigentlich hätte ich es ein bisschen gerne anders gegeben, weil, wenn ich ehrlich bin, als das Tor auf einmal für Duisburg passiert, das war ein schönes Tor, muss man sagen, waren sie auf einmal wieder ein bisschen drin in der Saison. So. So, wer haben wir denn hier? Und momentan sind wir mit 3 Punkten Vorsprung Tabellenführer. 25 Punkte haben wir jetzt auf dem Konto. Damit bin ich schon mal relativ gut in die Saison gestartet, aber es war alles andere als einfach. Wie viel haben wir denn, wie viele Spieltage haben wir denn überhaupt? 38, also 9 Spieltage noch. Wir haben jetzt gut die Viertel der Saison erst rum. Also, alles ist gut. Wenn wir mal aufsteigen, bin ich zufrieden. So. Ach, hier unten ist nämlich eine Entwicklungsrunde. Hier unten ist das, glaube ich, für den Training. Dass ich die kann ich da die Position einsetzen? Kerem Çalhanoğlu. Amos Pieper, Lukas, Knizovic. Ich würde ins. Ich will ihn jetzt auf Defensiv ZDF trimmen. ZDM trimmen, Entschuldigung. Dich möchte ich gerne als eher als ZDM sehen. Zentraler defensiver Mittelspieler. Zentraler Defensiv, ja. So ist richtig. Du kriegst auch mit Dings. Du spielst als linker Mittelfeldspieler, sollst du mir eher, würde ich dich eher sehen. So, Gaudino ist erstmal ausgeliehen für 2 Jahre nach Espanyol Barcelona. Wechselt in der Winterpause. Da wir erst Oktober haben, wechselt er in 2 Wochen. 2 Monaten, Entschuldigung. Ja, gut, gute 2 Monate. Zum Januar dann. So, nächstes Spiel weiß ich jetzt gerade nicht, wer es wird. Kobylanski, oh, Spieler des Monats, sehr gut. Bin ich zufrieden. Freut mich. So, weitere Trainingsphasen. Oh, ein Leihangebot für Becker, Timo Becker. Ich brauche dich erstmal bei mir.
Ja, mal gucken, wie viele jetzt Angebote kommen, wenn dann noch, wenn wir aufsteigen sollten. Ich weiß auch nicht, was manchmal mit McKennie oder so wird, ob der ab Juve dann sagt, die möchten den behalten, den kaufen. Offiziell gibt es ja, glaube ich, eine Kaufoption für ihn für, glaub, 18 Millionen oder so. So, gucken wir uns weiter, wie es weitergeht. Zwickau ist der nächste Gegner, der MSV. Okay. Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Spiel gegen Zwickau.